Oprah Winfrey hatte bereits im Skandal-Interview mit Prinz Harry und Herzogin Meghan angekündigt, dass sie eine neue Doku-Serie herausbringen wird. Im Zentrum der Serie steht das Thema psychische Gesundheit. Prinz Harry wird darin eine große Rolle spielen. Jetzt wurde der erste Trailer von The Me You Can't See veröffentlicht und es klingt sehr vielversprechend. Gleich zu Beginn des insgesamt knapp 2,5-minütigen Trailers ist Prinz Harry zu sehen. Im weiteren Verlauf sagt er, diese Entscheidung zu treffen, Hilfe anzunehmen, ist kein Zeichen von Schwäche. In der heutigen Welt ist es mehr denn je ein Zeichen von Stärke. Der Trailer ist insgesamt sehr emotional und immer wieder zeigt er Promis, die vor laufender Kamera in Tränen ausbrechen. Neben Prinz Harry spielen Stars wie Lady Gaga und Hollywood-Star Glenn Close eine Rolle. Außerdem enthält der kurze Clip Archivmaterial von Dianas Beerdigung. Darauf ist zu sehen, wie der damals 12-jährige Harry mit gesenktem Kopf hinter dem Sarg seiner Mutter herläuft. Es scheint, als würde Harry den Tod von Diana in der Serie aufarbeiten. Auch Meghan und ihr Sohn Archie sind kurz im Bild. Die Doku-Serie erscheint am 21. Mai bei Apple TV.